Ich begrüße Sie zu diesem Spiel hier im Emirates Stadium. Herzlich willkommen. Ihre Kommentatoren sind auch heute wieder einmal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Uns erwartet heute eine wirklich interessante Partie. Arsenal gegen Schachtar Donetsk. Ja, das ist so ein Spiel, wie du es dir als Zuschauer wünschst. Spannend, interessant. Und es ist eins klar, es wird hochklassig. Klasse ausgetrickst. Arsenal mit dem Ballverlust. Guter Pass. Könnte die Führung werden. Ball in den Rückraum. Den Ball spielt er gut. Der ist noch heiß. Erstmal geklärt. Hier ist die Aufstellung von Arsenal. Martin Ødegaard steht mit Declan Rice im Zentrum. Und vorne setzen sie in diesem Spiel gleich auf drei Stürmer. Toller Zweikampf. Jetzt die Gelegenheit. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Wenn du den Ball so hältst, dann fragst du dich als Keeper schon, warum bekommen die noch den Nachschuss? Ich kann den Ärger verstehen, da waren sie unaufmerksam. Das ist. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Stepanenko. Gabriel. Er bekommt die Unterstützung. Alexander Zubkov. Und jetzt gibt es Einwurf. Havertz. William Saliba. Gabriel Martinelli. Gabriel Martinelli. Kurz vor der Pause sind die Gastgeber hier knapp in Führung. Sie können durchaus zufrieden sein mit der heutigen Leistung. Noch ist es knapp, ein Tor Führung, aber man spürt, sie haben das immer mehr im Griff. Sie wollen heute den Sieg und es kann auch klappen, wenn sie denn nach der Pause so weitermachen. Gabriel. William Saliba. Ødegaard ist das. So, was machen Sie draus? Jetzt ist die erste Hälfte beendet. Pause. Gleich machen wir hier weiter. In der ersten Hälfte haben wir eine gute Leistung von Edin Ketia gesehen, oder? Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben Sie alle Trümpfe in der Hand. Und jetzt geht's weiter hier im Emirates Stadium. Steigen wir ein in Durchgang 2. Jetzt könnte der Pass kommen. Aber das stellt sie doch vor keine großen Probleme. Havertz. Arsenal mit dem Ballverlust. Stepanenko. Wird's jetzt gefährlich? Die Balleroberung. Exzellentes Pressing.
Riesenchance. Ah, da fällt das Tor. Sie sind zurück im Spiel. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Rice. Zinchenko. Gabriel Martinelli. Gabriel Martinelli. Havertz. Kai Havertz. Lässt sich den Ball nicht abnehmen. Schön zurückgespielt. Der Ball jetzt bei Edin Kezia. Den kann er blocken, sah gefährlich aus. Bei der Ecke würden die Fans jetzt zu gerne die Führung bejubeln. Ball kommt lang. Die Abwehr holt sich den Ball. Da kann er ihn stoppen. Sie bieten sich an. Ja, das ist Übersicht. Gute Aktion. Gut reingespielt. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Sie wissen es genau. Das könnte die letzte Möglichkeit auf den Siegtreffer sein. Oh, ganz alleine. Edward Nketiah. Gabriel Martinelli. Jorginho. Chance zur Führung. Jetzt haben sie es. Das ist die Führung und so kurz vor Schluss müsste es das eigentlich sein. Hier. Aktueller Spielstand. So, Schlusspfiff. Der Sieger dieser heutigen Partie heißt also Arsenal. Lange sah es nach dem Remis aus, aber dann kam dieses späte Tor. Und wenn du so spät triffst, dann zeigt das, wie nervenstark du bist. Du weißt einfach, irgendwann fällt es. Das ist schon klasse, dieses Vertrauen in die eigene Stärke. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer.